Wann geht's los? Bist du dumm oder was? Ich stehe hier. Ich hab geschrien, sag, wann es losgehen kann. Geht ab, Alter, wow. Mein Name ist Martin Dehn von dem Channel. Martin Dehn, Alter. Mit dabei hinter der Kamera der Farbsen. Sag mal hallo. Hi. Okay. Wir sind hier bei Unglaubliche Pimp My Car oder MTV damals. Mein Auto, mein Haus, was weiß ich. Wir sind heute bei unserem Auto, das wir heute abgekauft haben. Von dem lieben Victor da hinten. Wir sind nämlich heute in einem wunderschönen Campingpark in Kühlungsborn und wir haben ein Haus und ein Auto. Das Haus kommt auch noch, aber das Auto als allererstes. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to pimp my ride. Elektromotor, meine Fresse. 20.000 km/h. Und was man sehen? Ihr müsst euch das mal vorstellen. Komm mal runter hier. Mir war besonders wichtig bei der Anschaffung dieses Autos das Reifenprofil. Ihr kennt, wenn kein Zickzackmuster drin ist, dann greift es nicht. Ihr rutscht aus der Kurve raus. Super wichtig, ja? Deswegen haben wir auch ein paar hundert Euro draufgelegt. Zweites, wir müssen die neuesten Xenon-Scheinwerfer. Wirklich, es ist so wichtig, dass ihr neueste Xenon-Scheinwerfer habt. Das ist Energiesparen. Ihr wisst, ihr braucht eine Plakette. Und so, wir haben gar keine Plakette. Das Auto ist so toll, dass wir nicht mal eine Plakette brauchen. Nicht mal ein Nummernschild. Wir gehen mal weiter hier. Eine super klare Frontscheibe, damit uns bloß die Insekten ins Gesicht. Komm, wir können das Ganze auch erweitern als Cabrio nutzen. Machen wir bestimmt mal im Sommer, ne? Und dann fahren wir so ein bisschen an der Strandpromenade rum. Oder, Fabian? Jojo. Dann haben wir natürlich gedacht, komm, wir sind ja hier. Wir wollen ja mal auch den einen oder anderen Scheiß machen. Oder wenn du an der Strandpromenade fährst, hey, willst du mal ein bisschen aufspringen? Dann machst du, ja, geil. Cool. Und dann fährst du einfach los. Aber das war noch nicht alles. Wir wissen, wir können viel Kram damit machen. Wir wissen aber auch eins. Man kann das noch aufrüsten. Wir haben ein Feature. Ein, ja, hallo? Zumal bei uns. Ein Pimp My Car, meine Damen und Herren. Ladies and Gentlemen. Wir haben eine zweite Sache. Zwei Sachen von diesem Auto, von diesem wunderschönen Auto. Und zwar, Ladies and Gentlemen, Trommelwirbel, guckt euch das an. Verdammte Scheiße, ist das geil. Wir haben die Möglichkeit, einen Anhänger machen und noch viel mehr Pitches aufzureißen. Was treibt's richtig, Alter? Viel mehr, was viel mehr Mädels, viel mehr Jungs, alle aufzureißen. Nein, Spaß, ich mach das Spaß. Mit unserer Campy-Kiste. Ja, das ist unser Auto. Wir können jede Menge fahren. Was ist das, eine Campingkiste? Das ist eine Campingkiste. Ja, nicht so wie du das jetzt wieder verstehst, Fabian. Ich erinnert mich so an vorgestern, an die Kiste, die du erwähnt hast. Menge Fantasie. Ja, du. Können wir auch aus einem Karton du hast eine Weltraumrakete machen. Du hast oder ein U-Boot. Du hast sowieso immer voll die Fantasie. Ja, oder eine andere Kabine, aber das sage ich jetzt immer nicht. Weißt du was? Okay. Eine Raketenkiste? Nee, jetzt nicht komische Vorstellung, das fehlt. Das ist ein Auto, kein anderes Spielzeug. Und was wir gerade gesagt haben, wir fahren einfach damit rum. Wenn wir Leute ärgern wollen, nehmen wir noch einen Anhänger mit, damit wir schön die Straße versperren. So soll es sein. Das Ding hat einfach 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Sitze haben wir. Wer kann schon sagen, wir haben 14 Sitze, Alter? Nur die YouTuber Martin, Dehn und Farbsen, Alter. Damit würde ich sagen, wir machen ein bisschen Spaß. Seht euch das an. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.